Und da sind wir wieder. Und wir spielen eine Runde Team Deathmatch auf Biolab. Ironside. Und ich nehme heute mal die AK-47 mit meinem Standardvisier, Drall und ich glaube Teilmantel oder panzerbrechend und den üblichen Schnulli. Oder auch nicht. Oder? Doch, ist die AK. Gut. Da ich natürlich von ihm bloß eine Granate, auf dem anderen Loadout habe ich von ihm zwei. Biolab hab ich, glaube ich, eine neue Map, die habe ich jetzt auch noch nicht so gespielt. Ich glaube zweimal. Da hinten steht ein Sniper. Der steht auch immer noch. Ist mit der AK nicht machbar auf die Entfernung. Ich bin der E-Captain Nahkampf. Mal schauen. Ich spiele die AK auch nicht so oft, ja, muss ich auch zugeben, weil die manchmal doch echt ein Krampf ist. Aber wenn man dann trifft, ja, knallt das auch. Ich finde auch an dem Spiel das Map-Design gefällt... Toll, Sniper. Das Map-Design gefällt mir auch an dem Spiel recht gut, ja. Ab und zu sind so ein paar Maps bei, wo man sich sagt, nee, das hätte man auch sein lassen können. Alter, von hinten wieder. Ah, das läuft, das ist hier eine Runde für die Mülltonne. Wenn es so losgeht, weißt du schon, wie das Scoreboard am Ende aussieht. Auf jeden Fall nichts Bewegendes für mich hierbei. Ja, einen habe ich weggemacht, dann kam wieder einer von hinten mit der P90. Hier gibt es natürlich auch Waffentalung und Schnulli und hast du nicht gesehen. Kann man sich alles freispielen bzw. kaufen. Für alle, die es noch nicht so wissen. Okay, der ist jetzt tot. Ja, wenn man dann einschießt und jemand anders den tötet, kriegt man natürlich einen Assist. Wie in fast allen beliebten Shootern. Ja, Killtrade. Oh, ich bin hier eigentlich größtenteils nur Map untersuchen. Ich kann mit AK nicht auf Entfernung. Und hinter mir war mal wieder einer. Meine Güte. Ist heute nicht so mein Tag. Meine UAV ist unterwegs. Das ist doch schön. Die kennen wir aus allen bekannten AAA-Titeln, die wir so kennen. So, da haben wir mal einen weggemacht. Wurde ja auch mal Zeit, hatten wir ja lange. Haben wir noch mal einen weggemacht. Der Gegner hat jetzt auch eine UAV. Das heißt, wir sind nicht mehr so unsichtbar. Die wissen jetzt, wo wir sind. Aber solange wir noch schaffen, die alle zu töten, schmeißen wir erstmal eine Flash rüber. Natürlich nicht viel gebracht. Den Gang hier verstehe ich noch nicht so. Den haben wir erstmal weggemacht. Der geht uns nicht mehr auf den Sack. Hinten sterben ganz viele unserer Leute. Da müssen wir mal gegen vorgehen. Ich lade nochmal nach. Sucht euch mal einen Gegner auf die Schiene. Ups, warte. Boah, den habe ich fast gar nicht gesehen. Das war... Escort-Drohne ist unterwegs. Ich kann mal noch die Klingendrohne rausholen. Den habe ich auch weggemacht. Jetzt kann ich noch... Ich habe hier was anderes. Ja, in Call of Duty würde man sagen, das ist ein Blitzschlag. Hier ist es die Striker-Drohne, die Sturmdrohne. Gucken wir, die vertrefft. Ist immer ein Glücksspiel. Da war ein Sniper, aber den Kopfschuss habe ich bekommen. Der hat sich hingelegt. Aber der war fast tot, fast tot. Man kann ja auch Leben regenerieren. Wenn man eine Zeit lang stehen bleibt, hat man wieder full life nach der Zeit. Dauert natürlich ein bisschen. Killtrade. Der ist weg.
Oh, Halbert, das ist dieser tolle Helikopter. Der hat ein Helikopter. Das heißt, wir bleiben mal eine Runde drin. Bis der irgendwann weg ist. Irgendwann hat er nämlich keine Mumpeln mehr. Ist jetzt fast direkt über uns. Ihr seht es ja auf der Map links oben. Recon, Recon, Recon. So. Jetzt können wir wieder laufen. Ich glaube, das Ding ist weg. Aua, nicht von hinten. Schon wieder ein Hellbird, Alter, ich geh kaputt. Ey, Gegner sind gut unterwegs, würde ich sagen. Da war noch irgendwo einer. Oh Gott. Der hat einen, den habe ich auch auf dem anderen Loadout, diesen, wie nennt man das noch? Naja, ihr wisst, was ich meine. Naja, 15-9, wir wurden ganz schön von den Killservieren zerstört zum Schluss. Aber es war gar nicht so. Ja, da ist er gut abgegangen damit, ne? Ja. Da haben sie richtig uns zersiegt ein bisschen zum Schluss. Ne, ja, passiert, ne? Also ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir irgendwas zocken hier, Ironside, bla, Keks, Mu und so weiter.